Entschuldigung, hallo, grüß Sie. Ach, da habe ich das vergessen. Ach, Mann, Entschuldigung. Ich habe Inge von Stein, grüß Sie, hallo, Presse. Sollte ich hier heute einen Bericht schreiben über die Kultur? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe das vergessen, tut mir leid, bin an der falschen Stelle gelandet. Aber mir reicht es auch schon wieder. Kriege ich heute früh so ein E-Mail von so einem Comedian. Ja, den kennen Sie alle, ganz bekannt, und den haben wir in der Presse ein bisschen verrupft, ja. Und dann schreibt er mir heute, würde man alle Kritiker ertränken, dann hätte die Kultur eine Chance. Habe ich zurückgeschrieben, würde man alle schlechten Comedians ertränken, hätte sie erst recht eine Chance. Aber hat er nicht aufgegeben, hat er wieder zurückgeschrieben, hat geschrieben, Kritiker sind wie Eunuchen. Sie wissen, wie es geht, aber sie können es nicht machen. Können es nicht machen. Habe ich zurückgeschrieben, und ihr macht es dauernd, obwohl ihr nicht wisst, wie es geht. Sag mal, könnt ihr euch noch ein Leben vorstellen ohne E-Mails und Internet? Können das einige? Ja, aber ich bin, du hör mal, ich nicht, bin Journalistin, du, ich, das geht gar nicht. Ich kriege jeden Tag gefühlte 100 E-Mails. Da beantworte ich schon die Hälfte auf der Autobahn per Diktat zwischen Hannover und Berlin. Bin Weltmeisterin im E-Mailen, du. Verbringe Stunden notgedrungen vorm PC, Windows, ja. Kommt aus dem Indianischen und heißt auf Deutsch so viel wie weißer Mann starrt durch Fenster auf Sanduhr. Das ist ja der Wahnsinn, du, es gibt jetzt 340 Sextillionen Internetadressen. Verfügbare, man muss ja vorausdenken, 340 Sextillionen IP-Adressen. Verfügbare für Computer, Handys, Drucker, Kameras, Strom, Gaszähler, Penisvergrößerungen, was weiß ich, ja. So, das sind pro Quadratmillimeter Erdoberfläche 667 Billiarden IP-Adressen. Merkt ihr was, Leute? Wir verrotten kampflos vor den Bildschirmen. Da haben sie neulich in Waldkirchen ein Skelett vom PC gefunden. Laut DNA war das ein junger Mann, der zuletzt World of Warcraft gespielt hat. Ja, hat er recht, soll er spielen, ja. Ist ja eh alles nur mehr Arbeit, Arbeit, das ganze Leben Arbeit, Bildschirm, Sklaven. Ja, da gibt es ja schon in Japan haben die schon ein Wort dafür, das heißt Karoshi. Karoshi, das heißt Tod durch Arbeit, kommt gleich nach einem Burnout, Vorsicht. Du, die Leute haben mittlerweile 3 Arbeitsstellen oft, um rumzukommen in München, ja, um die Mieten zu bezahlen. Die verbringen mehr Zeit auf der Fahrt als bei der Arbeit. Ja, aber Merkel sagt immer, uns geht so gut. Sag gut, in letzter Zeit sagt es nicht mehr so oft, ja. Sagt immer, uns geht so gut, sagt sie. Ja, ihr geht das gut, ja? Du, die Frau hat ausgesorgt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ihr geht es gut. Aber immer wenn ich sie sehe, dann denke ich, dann soll sie das auch mal ihrem Gesicht sagen. Ja, neulich wieder, nee, ich sag das schon mit Grund, weil neulich wieder war eine Fernsehdebatte, ja? Und dann hält Gysi da noch eine Rede und sagt, dass wir mittlerweile eine Billion Euro für die Bankenrettung verpulvert haben. Ja, ist ja immerhin eine Information, war eine spannende Rede, ob man seiner Meinung ist oder nicht. Dann war Schnitt auf Merkel. Was macht Merkel? Sie gähnt. Also ich meine, gut, die Frau hat viel zu tun jetzt, ja, klar. Und vielleicht hat sie auch strategisch gegähnt, ja. Dass sie sagen wollte, was du laberst, Gysi, interessiert mich einen Scheiß. Und quatschen heißt nicht regieren und labern, ja. Vielleicht, gut, aber ich meine, Entschuldigung, die Frau ist Kanzlerin. Ich kann doch nicht gähnen, wenn der Kollege im Fernsehen was sagt. Holy shit. Das war Englisch. Ja, aber die Politiker auch mit ihrem Englisch, du, mit ihrem Bonsai-Englisch. Das ist doch fürchterlich. Nein, nicht nur der Oettinger. Nein, nicht nur der. Aber ich meine, ich verstehe dann auch nicht, ehrlich gesagt, wieso wird so jemand Digitalisierungskommissar? Das wäre ja so, wie wenn Sigmar Gabriel Trampolinspringer würde. Ja gut, der Oettinger, der hätte den Werbespruch Come in and find out, hätte der übersetzt mit Komm rein und finde wieder raus. Nein, aber nicht nur der, auch der andere, der Bundesentwicklungsminister, der so heißt wie der Fußballer, der Dingens, der Gerd Müller heißt er, ja, CSU-Bundesentwicklungsminister, hält der auf dem Citizen Day in Washington vor 270.000 Leuten, hält der eine Rede in einem Englisch, du, da stand mir der Draht aus der Mütze. Dem haben wir in der Redaktion den goldenen Edmund verliehen.
Ja, aber ich meine, ich verstehe das immer nicht. Die Leute sind, wenn die so auf einer exponierten Position sind und so rumstottern, ich finde, dann mache ich doch Rhetorikkurse. Ja? Und dann noch in Englisch. Die beherrschen ja schon die eigene Muttersprache nicht. Holy shit. Ja, da guckt er. Da guckst du. Ja, aber sowas wie dich hatte ich auch mal zu Hause sitzen. Schmutz macht Arbeit und sitzt im Weg rum, du. Es tut mir leid, einer in der ersten Reihe muss immer dran glauben. Ja. Nein, das war Otmar von Stein, Hamburger Gemüseadel. Du Ohren wie Rhabarberblätter, aber so eine Möhre. Der andere war Heinz B. Klopt, Nomen est Omen, rheinischer Landadel, trinkfest, aber arbeitsscheu. Aber weißt du, ich kann das nicht mehr mit den Männern dann so zusammenleben, ich kann das nicht mehr haben. Also ich kümmere mich um alles von mir aus, Flüchtlinge, Frauenquote, Mindestlohn, alle, aber nicht mehr mit Männern zusammenleben. Schon das ganze Sanitäre und so, ich kann das nicht. Weißt du, Haare im Waschbecken und so. Weißt du, Heinz und ich, wir hatten ja schon getrennte Schlafzimmer, weil der machte das Fenster nie auf. Ja, der sagte immer lieber erstunken als erfroren. Ja, kennt er ja. Ja, dann sage ich aber, glaube Heinz, ein Mann denkt, das männliche Gehirn braucht keinen Sauerstoff. Aber wenn du mit ihm reden wolltest, da hast du die Unterversorgung ganz deutlich gemerkt, ja? Dann sage ich, du bist keine Pflanze, Heinz. Du kannst auch nicht Bier in Sauerstoff wandeln oder so. Dann war er beleidigt. Und ein beleidigter Mann, Kinders, das ist ja nur schlimmer wie Mumps und Masern zusammen. Ja, dann war er beleidigt, ja, guckt mich ganz tödlich gekränkt, guckt er mich an und sagt, wir Männer wählen eine Frau, weil wir sie perfekt finden. Eine Frau wählt uns, weil sie uns perfekt machen will. Sag ich, ja, stimmt. Stimmt, klingt doch auch gut, oder? Klappt aber nicht. Wasted time, du verlorene Lebensmühe. Ah, Gott, dieser Vibrator kann das nicht haben. Gott, ich sag, ich könnte dieses Dings in den Müll schmeißen. Ich könnte es, ich kann ja nicht, kann ja beruflich nicht, bin ja darauf angewiesen. Kann ich. Aber Iris, meine Freundin, du, die ist neulich durchgedreht. Die hat so einen Typ, ja, der hat das ständig am Ohr und ständig vorm Dings und der zockt noch an der Börse in der Nacht, guckt da und dann war Sonntagmorgen, erster gemeinsamer Sonntag, er wieder so, so. Dann packt sie das und macht Flatsch, schmeißt du es ins Aquarium. Flup, 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 flup. So, da haben die Segelkerpflinge aber geguckt, wie es geblubbert hat. Dann war natürlich Schicht im Schacht. Ja, und dann gab es eine Schreierei, der Olle ist ausgetickt. Dann wurde der handgreiflich, Riesenzopf, dann kamen die Nachbarn, ja. Dann kam der kleine Sohnemann mit seinem Handy, ja, wollte die Polizei rufen. Dann packt sie das Handy vom Sohn, auch noch, wumps, Aquarium. Du, dann war aber Action im Kinderzimmer, du. Hey, bist du bescheuert? Wie voll krass ist das denn? Und wie soll ich jetzt morgen den Tobi auf dem Schulhof finden? Sag mal, wie haben wir das damals überlebt? Ohne Navi, ohne Handy und haben uns doch alle immer gefunden. Aber für diese kleinen, für WhatsAppten, für Facebookten Zwerge, du, die ja schon in den Netzwerken wohnen, für die ist das wie die Luft zum Atmen. Er hat den Nachteil, sie werden autistisch. Hat den Vorteil, sagt Iris, sie halten die Klappe. Ist im Zug total angenehm, du. Ja? Da stört keiner mehr, ist alles still, auch die Erwachsenen, ja? Oder neulich bei McDoof, vier kleine Jungs am Tisch, die hast du nicht bemerkt. Alle so mit ihren Apps beschäftigt, ja? Und dann haben sie sich ein SMS geschickt über den Tisch, schmeckt's. Und dann sehe ich gestern einen in der Stadt beim Joggen, hat er versucht, ein SMS zu schreiben. Ja? So bumps ist er gegen Laternenpfosten geprallt. Dann sage ich, ja, Junge, es weckt dein Hirn vielleicht wieder auf. Haben wir dann irgendwann alle ein erleuchtetes Display im Hirn statt einer hellen Birne und sind desozialisiert. Prima. Ich war ja neulich in den Emiraten, du. Beruflich musste ich dahin. Das war spannend. Dubai, Ras Al Khaimah und so. Du, Technologie von übermorgen, Moral von vorgestern. Die ganzen Nachthemdträger mit ihren Schleiereulen unterwegs. Yeah. Weißt du, ja, aber, weißt du, so eine Seeschlitze, ja, aber ein Smartphone vor der Fresse. Weiß nicht, was Allah dazu sagt.
Ach Gott, nee, Chef, jetzt nicht. Nee. Ach, mein Chef, du bist auch so ein Selbstüberschätzer. Du, für alle, die Englisch können, seine Freundinnen sagen, er ist ein Blowjob-Junkie. Weiß auch warum, das ist die einzige Position, wo er auf eine Frau noch runtergucken kann. Aber dieses Ding ist 100% Überwachung. Also nicht der Chef, sondern der auch. Aber das ist 100% Überwachung. Ja, du, die können alles mithören, auch in abgeschaltetem Zustand. Können die, ja, das Thema ist nicht neu, aber es ist doch wieder hochaktuell jetzt mit dem ganzen Terrorgedöns und so. Die können alles, können die E-Mail-Nummer von dem Dingens, ja, das ist wie ein persönliches Nummernschild. Da kannst du alle Daten damit zuordnen, ratzfatz. Ja, der Spion, der sitzt nicht bei der NSA in Crypto City in Maryland, der sitzt bei dir in der Jackentasche. Ganz easy und gemütlich und liegt zum Akkuladen auf dem Nachttisch. Die wissen nicht nur, wann du ins Bett bist, sondern auch mit wem. Ja, weil der nämlich auch eingebucht wird. Nein, nicht ins Hotel, sondern am Sendemast. Ja, und dann sehen die, Otto ging mit Carla in die Kiste, beide verheiratet, aber Carla ist nicht Ottos Frau. Jetzt hast du dich erschrocken, nicht? Ja, pass mal auf in Zukunft, du, die können alles mit, die können jeden Orgasmus können die mithören. Kriegst du dann bald von der NSA gesimst, hey, oder ho, oder sagen wir mal realistischer, jeden Pups, Orgasmus, das ist ja völlig überschätzt. Du bist der Olle, den Punkt findet, bin ich im betreuten Wohnen. Das hier ist die famoseste Premium-Wanze seit Menschenbestehen. Das beste Kontrollinstrument. Chapeau. Ja. Aber es will keiner darauf verzichten. Du auch nicht. Ich weiß genau, was du denkst. Du denkst, ich habe nichts zu verbergen. Glaube ich dir sogar, wie du aussiehst. Nee, das ist diese, weißt du, diese schleichende Verhaltensänderung. Ja, dieses eklige Stasi-Feeling, was sich einschleicht, dass du dich plötzlich fragst, hey, kann ich mit meinem Süßen auf dem Sofa noch, was weiß ich, Kaffee trinken? Oder hört der Fernseher mit? Ja, beim neuen Samsung, da steht das in der Gebrauchsanweisung bei der Sprachsteuerung schon dabei. Passen Sie auf, was Sie in Gegenwart Ihres Fernsehers reden. Ja, wie soll ich mich zu Hause mit Gebärdensprache unterhalten? Oder guck die Webcam zu, wenn ich mich ausziehe. Krieg ich dann hinterher eine Einladung zu extrem schön? Petzt der Kühlschrank, was ich saufe. Ist im neuen Auto nur GPS drin oder schon ein Mikro? Ja, können die mich fernbremsen, wenn ich meine Leasingraten nicht zahle? Ja, das können sie und das wird auch schon gemacht mit oder nicht bezahlt wie eine Hundeleine. Miep, stopp! Wissen Sie, was ich über die Regierung sage? Hören die vielleicht schon, was ich denke? Ja, verstehst du, diese Verhaltensänderung der Kommunikation, diese schleichende Veränderung des ganzen Verhaltens und Denkens, das ist der schlimmste Schaden, den der Späh-Skandal an der Demokratie ausrichtet.